Seid gegrüßt und herzlich willkommen, Abenteurer! Heute haben wir für euch ein Unboxing- und Einrichtungstutorial des Philips Hue Starter Kits vorbereitet. Die Einrichtung läuft über die Philips Hue Smartphone App und im Anschluss testen wir gemeinsam die Sprachsteuerung anhand von Amazon Alexa. Wir haben Freunde und Bekannte gefragt, was Licht in der Wohnung oder im Haus für einen Stellenwert bei ihnen einnimmt. Die Antworten waren doch sehr verschieden. Allerdings gab es eine Parallele und zwar die Lichtstimmung. Viele besitzen vielleicht schon ein indirektes Licht im Wohnzimmer, aber meist sind diese recht eintönig und nicht smart genug. Hier bieten die Philips Hue Lampen auf jeden Fall unzählige Variationsmöglichkeiten, für jede passende Situation die richtige Lichtstimmung parat haben. Einen großen Vorteil bieten die Lampen von Philips allemal, denn sie sind mit den drei großen Smart Home Netzwerken kompatibel. Egal ob Amazon Alexa, Google Assistant oder Apple HomeKit, wer von euch sogar schon ein Zigbee-Netzwerk zu Hause besitzt, kann die LED-Lampen auch damit verbinden. Wer noch nicht weiß, was Zigbee ist, unten in der Beschreibung findet ihr nicht nur den kompletten Testbericht zu dem Video, sondern auch einen Artikel über Zigbee im Allgemeinen. Beginnen wir nun mit dem Lieferumfang des Starter-Kits. Wir haben drei Lampen im Standard E27-Format, die Hue Bridge, die Fernbedienung und die notwendigen Kabel zum Verbinden. Natürlich darf die Bedienungsanleitung auch nicht fehlen. Philips gibt uns noch einige Informationen mit an die Hand, welche sehr interessant sind. Die smarten LED-Lampen haben laut Hersteller eine Lebenszeit von 25.000 Stunden. Hier bewegen wir uns im Standardbereich. Die Lampen können außerdem 16 Millionen Farben wiedergeben und sind selbstverständlich dimmbar. Eine weitere Eigenschaft ist, dass die Lampen sich zu Musik und Film synchronisieren lassen. Hinzu kommen die Go-to-Sleep- und Wake-up-Modi, welche ein natürliches Einschlafen und Aufwachen unterstützen sollen. All diese Funktionen gehören zu den Standard der LED-Lampen. Darüber hinaus gibt es jede Menge Möglichkeiten, seine eigenen Lichtstimmung zu kreieren und von Drittanbietern vorgefertigte Modi zu integrieren. Das Angebot an verschiedensten Möglichkeiten ist beeindruckend. Bevor wir uns der Hue App widmen, schließen wir die Hardware an. Das LAN-Kabel wird mit dem Router verbunden und als nächstes wird der Deckel am Dimmer herausgezogen. In unserem Fall downloaden wir die App aus dem Play Store und starten die Installation. Wir öffnen die Smartphone-App von Philips Hue. Nach dem Start wird automatisch die von uns bereits mit dem Router verbundene Bridge gesucht und auch gefunden. Wir folgen den Anweisungen und drücken den Knopf auf der Bridge. Wir fügen unsere Lampe hinzu und geben ihr einen Namen. Anschließend erstellen wir einen Raum, in dem sich die Lampe befindet und fügen dem Wohnzimmer die LED-Lampe hinzu. Als nächstes stellen wir die Verbindung zum Dimmer her. Dazu klicken wir auf das Feld Zubehör einrichten und wählen den Dimmer aus. Im nächsten Schritt kommt für uns nur die Option 1 in Frage. Wir achten darauf, dass die Abdeckung entfernt ist und bestätigen, dass die LED-Lampe blinkt. Der Schalter wird gesucht und die Prozedur kann leider bis zu 3 Minuten andauern. Wir sparen uns das und überspringen die Wartezeit. Der Dimmer ist gefunden und wir fügen das Gerät unserem Wohnzimmer bei. Die Einrichtung ist somit abgeschlossen. Als nächstes verknüpfen wir unsere Philips Hue Lampen mit unserem Alexa-Account und das geht folgendermaßen. Wir starten die Alexa-App und fügen ein neues Gerät hinzu. Oben im Reiter werden uns schon die Philips Hue Geräte vorgeschlagen. Wir wählen unsere Hue Bridge aus und klicken anschließend auf Weiter. Ein neues Fenster öffnet sich und wir aktivieren den Skill. Auch die Verknüpfung kann einen Moment dauern. Wer sich nicht in Geduld üben kann, einmal tief durchatmen, wir haben es gleich geschafft. Wie bei jeder Verknüpfung müssen wir dem Zugriff vorher zustimmen. Die Verknüpfung ist beendet und wir schließen die Fenster. Alexa sucht nun die neu hinzugefügten Geräte. Zum Schluss müssen wir die Lampe unserer Alexa-Gruppe dem Wohnzimmer beifügen. Wir haben es vollbracht, die LED-Lampe ist nun auch über die Sprache steuerbar. Ihr benötigt noch mehr Informationen? Dann klickt euch einfach auf unsere Homepage testventure.de. Dort findet ihr im Testbericht auch einen FAQ-Bereich. Hier ein Beispiel, wie gut die Sprachsteuerung funktioniert. Alexa, mach das Wohnzimmerlicht an. Okay. Alexa, mach das Wohnzimmerlicht aus. Okay. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Wir danken euch für eure Unterstützung. Das war's von meiner Seite. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.
eure Testventure Crew.